Augs, die haben sich das jetzt angehört, was da bei Swiss Topo gelaufen ist. Welchen Zusammenhang hat das jetzt mit einem Rahmenvertrag? Da ist ja kein Rahmenvertrag offiziell gesprochen worden. Nicht? Wie kriegen Sie das mit dem schwedischen Modell eigentlich, dieses, was wir gehört haben, zusammen? Die Frage ist vielleicht eher, brauchen wir hier wirklich einen Rahmenvertrag? Ja. Vielleicht ist das genügend konkret, wenn auch unübersichtlich, aber trotzdem konkret. Unübersichtlich in der Teilnehmerzahl der Personen. Crowdfunding sieht dann so aus, dass sehr viele Leute mitfinanzieren und sehr viele Leute vielleicht eben mitliefern. Sie haben angesprochen, dass man eine Legal Entity braucht, damit man eine Verbindlichkeit bekommt. Und über diese Legal Entity hat man im Prinzip fast schon so etwas wie eine Direktbeziehung für denjenigen, der bezieht. Also das ist mein Deutungsansatz. Also vielleicht, ich hätte jetzt hier gar nicht unbedingt nach einem Rahmenvertrag gesucht. Aber wenn ich gleich die Frage, das interessiert mich schon, dabei bleiben kann, wenn wir dieses doch sehr interessant und auch erfolgreich tönende Beispiel, das ist ja jetzt offenbar eine Software, die hoffentlich auch nachhaltig ist, entstanden, uns anschauen, dann relativiert es doch auch dieses schwedische Modell. Wozu in der Tat brauchen wir denn Rahmenverträge noch? Wo ist da das Einsatzfeld über dieses so ein konkretes Beispiel hinaus? Denn wir haben ja genau hier den Fall, es ist ganz klar eine Behörde mit einem bestimmten Wunsch für eine bestimmte Software, die sie sich beschaffen will. Ja? Also sind wir genau in diesem Feld. Genau, und ich glaube, Sie sprechen auch genau den Punkt an, den Sie haben das auch erwähnt, die Funktionalität muss bekannt sein, und das ist genau der Punkt und auch der Kritikpunkt von Herrn Gigi. Mhm. Sie erinnern sich, er hat in die Mitte seines Slides gezeigt und gesagt, wenn wir nicht wissen, was wir ausschreiben, dann haben wir eben nicht ausgeschrieben. Und sobald wir das wissen, kommt erst die Ausschreibung. Der Rahmenvertrag im Vorfeld ist nichts anderes als eine ständige Liste, wenn ich das mal so provokativ zusammenfasse. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir sprechen müssen, wenn wir das schwedische Modell in die Schweiz holen möchten. Jetzt schauen Sie mich alle an. Also. Gut, und jetzt hier. Ich spreche gern weiter, aber jetzt geht's. Ich sage gern was schnell dazu, weil das ist genau der Punkt. Kann man vielleicht noch was ergänzen? Die neueste Lehre zu diesem Thema, eben, die geht auch in die Richtung, die kommt auch aus dem Bundesverwaltungsgericht letztlich oder ist inspiriert dort, aber die geht auch da rein und sagt, wenn das zu wenig konkret ist oder überhaupt noch nicht konkret ist, dann sind wir der Auffassung, da könnt ihr lange einen Rahmenvertrag ausgeschrieben und zugeschlagen haben und da einen Minitender gemacht haben. Aber wenn da einer kommt und sagt, ich will das überprüft haben, dann überprüfen wir das. Und das ist genau diese Frage der Konkretisierung des Ausschreibungsgegenstandes, die wir auch bei einem Rahmenvertrag haben müssen. Die wir auch bei einem Rahmenvertrag. Das alles übrigens nur wegen der Aufzeichnung. Nur weil der Matthias Stürmer das alles auf Band haben müssen, müssen wir mit diesem Ding hier rumhalten. Genau. Also zusammengefasst, Rahmenvertrag ist keine Lösung für den Fall, dass wir nicht wissen, was wir beschaffen wollen in 2 Jahren. Ich muss etwas nachtragen. Was macht das schwedische Modell, wenn es ausschreibt? Es gibt einen Katalog an Software von 10 Software-Funktionserwartungen, sage ich jetzt mal. 10 Softwarearten, die sind relativ generisch beschrieben, befriedigen aber eine teilweise standardisierte Funktionserwartung der schwedischen Behörden. Wenn ausgeschrieben wird, gibt es eine Software-Spezifikation, die sagt, wir möchten Anwendersoftware haben. Der Anbieter, der ausgewählt wird, muss mindestens eine dieser Software muss er ein Angebot anbieten können. Also es gibt eine gewisse Präzisierung, es folgen dann noch weiter, Operations, Sicherheitserwartungen. Es gibt eine Liste von 10 Kategorien, die befriedigt werden müssen, aber wenn wir ehrlich sind, werden wir über diese Beschriebe noch nicht in die Genauigkeit reinkommen, die ein Bundesverwaltungsgericht wahrscheinlich erwarten würde. Das ist so. Und jetzt was passiert dann? Es gibt verschiedene Weichenstellungen. Die erste ist die Behörde, die sagt, wir haben keine
im konkreten Fall keine Funktionserwartung, die dieser Liste entspricht. Also nehmen wir nicht die Open-Source-Türe, sondern wir nehmen die andere Türe, was die Behörde jederzeit kann. Dann ist die zweite Variante, dass ein Anbieter sagt, für die konkret ausgeschriebene Leistung möchte ich anbieten. Und was passiert dann? Er wird vielleicht weitere Open-Source-Komponenten beiziehen. Er muss Open-Source-Komponenten beiziehen. Wenn er diese beizieht, wird nicht eine Software-Lizenz in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, verkauft. Die Software, die Open-Source-Software kommt mit der Open-Source-Lizenz. Diese Lizenz ist kostenneutral. Was kostet, ist der Service. Und dieser war insofern ausgeschrieben, ein Implementierungsservice auf eine Open-Source-Software, die eine Leistungserwartung erfüllt. Wir müssen schauen, das ist die Frage, ob das genügt. Aber die Art der Leistung ist spezifiziert. Warum? Weil die darunterliegende Software, weil sie Open Source ist, eben auch flexibel reingeholt werden kann. Eine Behauptung, nicht erhärtet durch die Gerichte. Die dritte Variante ist, dass der Anbieter nicht bieten kann, weil er es nicht schafft. Dann geht die Mini-Tender-Runde leer aus. Die Behörde muss die andere Türe beschreiten und nicht die Open-Source-Türe. Ich denke, das wären so die drei Hauptfälle in diesem Szenario. Vielleicht darf ich noch Herrn Sager ins Spiel bringen. Ich fand auch noch an dem letzten Vortrag spannend, das ist ja immer, wenn man es generell betrachtet, so ein Mischfeld. Einmal betrachten wir ganz anonym Software oder Unternehmen oder Organisationen, die herstellen. Und jetzt sehen wir zumindest in diesem Funding-Modell, dass ja einzelne Leute dahinter stellen und eben eine Community, die sogar in dem einen Modell zumindest, nicht in dem, was sie benutzt haben, auch konkret adressiert werden können. Und dann sind wir natürlich in Ihrem Bereich drinne, also Dienstleistungen, Personal. Wie beurteilen Sie aus der Perspektive des BITS ein solches Modell? Ich meine, Sie wären ja auch könnten sich auch solche Szenarien überlegen. Vielen Dank. Ja, absolut, das ist richtig. Es ist absolut faszinierend zu hören, was es alles als Modelle gibt und was man machen könnte. Beim BIT konkret jetzt in der Umsetzung, das habe ich auch von anderen Stellen während der Mittagspause gehört, das BIT selber macht pro Jahr rund 40 WTO-Ausschreibungen oder öffentliche Ausschreibungen. Ich habe 4 Leute in meinem Team, die das bewerkstelligen. Wir laufen im Moment so ziemlich auf einem hohen Auslastungsniveau. Alle diese neuen Ideen, die sind super und schön, allein die Politiker, die Wirtschaft und das Schweizer Volk muss sich bewusst sein, dass der Beamtenetat dadurch nicht sinken wird. Die Aufwände, die da getrieben werden müssen, übrigens auch für die neuen Ausschreibungen, die ich Ihnen präsentiert habe, die sind relativ groß. Die Durchlaufzeiten sind groß. Wir sind immer sehr stark im juristischen Bereich. Wir haben die Anforderungen aus der Linie, also von den eigentlichen Bedarfsträgern und so weiter. Und bis man das alles unter einen Hut gekriegt hat, mit eben noch anderen Projekten, die dann laufen, das ist eine der großen Herausforderungen. Und dementsprechend, und das ist mir während der Präsentation von Herrn Laux natürlich durch den Kopf gegangen, wir sind dort in einem riesen Dilemma, weil eigentlich, dass man jetzt speziell für eine Gruppe, ich bin noch weiter, für einen Anbieter etwas einrichtet, damit er dann eingeben kann, ist bei uns natürlich dann wiederum mit sehr großen Fragezeichen verbunden, wie weit das überhaupt zulässig ist aus unserer Sicht. Weil da greifen wir dann wieder sehr aktiv in die Möglichkeiten ein, wer jetzt anbieten kann und wer nicht. Ich betrachte das schon zu einem großen Teil als Aufgabe der Anbieter, der potenziellen, sich halt die Lösungen zu finden, damit das Angebot passt. Wir sind schwerfällig, das ist unbestritten, aber es ist halt auch gegeben durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und erst noch die Beobachtung, unter welcher wir natürlich einfach stehen. Das ist klar.
Ja. Also hätten wir schon weitergeben können. Allein jetzt ist natürlich der Zeitpunkt schon gekommen, wo ich ein wenig ins Publikum blicken will nachher, weil wir beschäftigen uns munter mit alleine. Wir machen da auch mit lustig fort. Aber damit wäre ja eine Chance vertan. Und diese Chance gebe ich an Sie, ob nicht aus dem Publikum jetzt einige Fragen zu diesen sehr interessanten Modellen, die wir gehört haben, wären. Wunderbar. Also vielleicht, das gilt nicht der Verstärkung, sondern dass Sie dann auch auf Ewigkeit dort, wenn Sie das durchreichen. Ja, mein Name ist Bernhard Bühlmann von der Firma Fortimwork AG. Wir sind ein Dienstleister mit 20 Mitarbeitern circa. Ich habe noch eine Verständnisfrage jetzt zu diesem, zu dieser großen Ausschreibung, die ja letztes Jahr stattgefunden hat, wo eigentlich der Personalverleih an 4 große Firmen vergeben wurde. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich auch eine Art Wettbewerbseinschränkung. Herr Gigi hat ja in seinem Vortrag eigentlich gesagt, dass man auch darauf schauen muss. Deshalb ist es für mich jetzt eine Verständnisfrage, wie dann dieser Vertrag eigentlich auch mit dem Wettbewerbsgesetz dann vereinbar ist. Also es führt dann dazu, dass eben diese Personalverleihfirmen bei uns anrufen, um einen Spezialisten zu kriegen. Und wir hätten diesen Spezialisten natürlich auch, aber wir können diesen Spezialisten nicht abgeben, weil der zu einem Stundenansatz dann arbeiten muss, der für uns nicht mehr rentabel ist. Also funktioniert eigentlich dieses Modell dann in der Praxis wahrscheinlich auch nicht. Dankeschön. Ein bisschen umständlich ist das. Alles nur für die Galerie. So. Also ich sage mal meine Sicht, Jörg, als Ausschreibende bzw. als Bedarfsstelle kann das sicher noch ergänzen. Das ist genau das Dilemma bei solchen Sachen. Dieser Vertrag kommt der Anforderung der Flexibilität, des rascheren Abwickelns von Bedarf, der da ist, und zwar in großer Menge, kommt der entgegen. Aber, und dieser Vorwurf ist ja auch unmittelbar in der Presse nachher gegen diese Ausschreibung gestartet worden, es ist natürlich so, das bedingt eine bestimmte Größe, um diesen Auftrag abzuwickeln. Das heißt mal, große Personalsteller haben da sicher Vorteile. Und dann ist es so, dass es über die Vertragslaufzeit eigentlich dann nur noch Wettbewerb unter diesen Teilnehmern stattfindet. Und das ist genau das, was ich hier platzieren möchte, ein bisschen anschließend an das Votum von Herrn Laux. Braucht es überall Rahmenverträge? Ich meine, dieselben Effekte, wie man in Schweden erreicht, durch diesen Rahmenvertrag könnte man ja auch durch Musterausschreibungen, wo diese vier heiklen Punkte quasi geregelt sind, die man immer zur Hand nehmen kann, wenn man Open Source zumindest auch zulassen will, anwendet. Und da braucht man keinen Rahmenvertrag, wo man Wettbewerber ausschließt. Und ich glaube auch in diesem Zusammenhang, da kann Jörg dann was sagen, Personalverleih, da ist man jetzt auch auf einer Lernkurve. Also das hat nicht nur Vorteile, hat man jetzt auch in der Abwicklung gemerkt. Und daraus ziehen wir alle unsere Schlüsse, oder? Dieser Punkt ist berechtigt anzumerken. Danke. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin ja schon in meinem Referat kurz darauf eingegangen. Also erstens mal, um klarzustellen, das Prinzip funktioniert relativ gut. Am Anfang hieß es bei uns intern und von den Lieferanten, ihr werdet keine Leute kriegen oder keine fähigen Leute kriegen. Das ist nicht so. Wir haben professionelle Firmen rekrutiert und die liefern an vielen Orten gute und brauchbare Leute. Aber es ist richtig, das habe ich auch schon gesagt, wir können längst nicht alle Bedarfe darüber abdecken, das stellen wir fest, und wir überlegen uns dort genau das, was Sie gesagt haben, wir möchten den Markt wieder öffnen. Einfach die Nachteile, die wir haben und alles, was wir erfahren haben, wir haben ja diese Personalverleih-Ausschreibung, diese Personalstellungsausschreibung vorher jahrelang gemacht. Und was wir dort alles erlebt haben, ist halt auch das, was uns zu Alternativen gezwungen hat letzten Endes, wo wir gesagt haben, wir wollen das anders machen.
es wird nicht genau so weitergehen. Wir sind uns das am Überlegen. Wir lassen das einfließen. Wir überlegen uns neue Konzepte und so weiter. Das ist richtig. Aber der ganze Personalverleih ist natürlich ein tagesfüllendes Thema, weil er eh sehr, sehr speziell ist. Abschließend von der Strategie her habe ich auch gesagt, der Personalverleih ist eigentlich nicht unser Kernbusiness, was wir uns wünschen. Wir würden viel lieber ins Auftrags-, sogar werkvertragliche Business gehen. Das wäre unendlich viel sinnvoller als Personalverleih. Personalverleih hat eine Berechtigung, wo es punktuell Personen braucht, aber mehr nicht. Ja. Ich möchte die Frage aufnehmen von Herrn Gigi. Braucht es überhaupt das schwedische Modell? Vielleicht die Frage, die ich gestellt bekommen habe, war, würde das schwedische Modell funktionieren? Aber ich finde die andere Frage auch sehr interessant. Wer von Ihnen ist bei einer Behörde mit Ausschreibungen beschäftigt? Und danke. Und wer hat Angst vor Open Source? Jemand. Ich wollte eigentlich nur drei Fragen stellen. Aber jetzt stelle ich eine zusätzlich. Waren Sie wirklich ehrlich? Also wenn das so ist, wenn das wirklich so ist, dann braucht es den Rahmenvertrag nicht. Und das ist genau die Tendenz, die sich in Schweden entwickelt hat. Man hat das schwedische Modell genommen, um die Angst zu brechen. In Zukunft kommt man ohne den Rahmenvertrag aus. Warum? Weil eine Vertrauensbasis geschaffen wurde für Open Source in der Ausschreibung. Und sobald das da ist, braucht es den Rahmenvertrag auch nicht mehr. Und das ist genau richtig. Und wenn die Umfrage repräsentativ und zutreffend ist und Sie alle wirklich voll ehrlich mitgemacht haben, dann ist das bereits die Antwort. Ganz kurze Zusatzbemerkung zu Ihrem Statement, Herr Sager. Einfach nie vergessen, Open Source ist kein Anbieter. Open Source ist ein Lizenzmodell. Ganz wichtig. Open Source ist auch kein Produkt. Also wer Open Source will, kann immer noch produktneutral ausschreiben. Ganz wichtig. Und dennoch erlauben Sie mir noch einmal, um damit auch Herrn Mullé noch mal ins Spiel zu bringen. Interessant sind ja natürlich diese Haftungsfragen. Wir haben jetzt von Herrn Mullé gehört, es gibt da diese zwei grundsätzlichen Modelle. Ich kann das einzelne Feature bei einem einzelnen Entwickler quasi bestellen oder ihn damit beauftragen. Ich kann aber auch eben darauf drängen, dass eine Community geschaffen wird. Dann braucht es ein Rechtskorsett und dann eben kann die auch bestimmte Funktionen wie eben Haftung erfüllen. Bloß, wie weit haftet so eine Community, die vielleicht ein Verein oder was auch immer für ein Rechtskonstrukt ist? Also ganz konkret an Sie die Frage, wir haben ja gesehen, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Wir sehen die Software. Was wäre passiert, wenn das Ding total versandet wäre? Sie haben ja immerhin 100.000 eingesetzt, nicht? War das à fond perdu, verloren, schwamm drüber? Oder wie haben Sie sich die Gedanken gemacht? Well, zwei Aspekte. Zuerst, es ist nur eine Frage von Risiko. Eigentlich am Anfang in allen Verträgen gibt es ein Risiko. Und hier haben wir waren in einer Situation, wo das Risiko minimiert war. Weil zusätzlich, zuerst, es war eine neue Release. Wir haben von null begonnen, aber es war ein neuer Release von einer existierenden Software. Das heißt, sagen wir 60-70% war wirklich schon bekannt. Aber es war neu entwickelt mit neuer Technologie, aber die Funktionalität waren schon bekannt. Dann die Risiko war durch das minimiert und die Feature List war wirklich klar. Es war nicht ein komplettes neues Werk. Und was hätte passiert? Wir haben auch diese Problematik von der Forschungsprojekt, vom Forschungsvertrag gemacht. Das war auch ein bisschen uns, um uns zu schützen, weil wenn etwas schiefgelaufen wäre, dann es kann passieren in einem Forschungsvertrag. Man kann nicht von Anfang an sagen, dass die Forschung wird erfolgreich sein. Aber ja, am Anfang ist es nur eine Frage von Risiko und das Risiko war wirklich minimiert aus unserer Sicht, weil wir waren auch beteiligt in dieser Community, wir kennen alle, wir haben alle Mitglied von dieser Community kennengelernt. Wir arbeiten seit 5 Jahren mit dieser Community, dann es war bekannt, die Situation war bekannt. Das Beispiel zeigt eben, dass immer wenn man einen Vertrag ausschreibt, oder das ist genereller, immer wenn man einen Vertrag eingeht, das Wichtigste ist der Vertragspartner.
ganz am Anfang jeder Analyse steht die Frage, mit wem mache ich den Vertrag? Und das ist wichtig. Hinzu kommt noch, in einer Community sieht es dann eben so aus, dass jemand, das kann, könnte auch ich sein, das könnte eine Gesellschaft sein, die kommerziell bereits entsteht, oder es könnte eine Stiftung oder ein Verein sein, den man neu schafft. Alles ist möglich, aber es ist immer eine Person, juristisch oder natürlich. Und das ist der Vertragspartner. Und hinzu kommt, wer arbeitet konkret? Das sind diese Personen, Committer oder dedizierte Fachleute, die bekannt sind und die in das Projekt eingebunden werden, über Verträge mit dieser Person. Wenn jetzt also ein großer Kunde mir, ich sage jetzt mal Einzelmaske, hier einen großen Softwareauftrag geben würde und dazu noch einem Anwalt, stellen Sie sich vor, das kann ja nicht funktionieren. Aber ich wäre der Vertragspartner, und sofern ich mich nach hinten richtig absichere mit Verträgen, um ein Leistungsangebot anzustellen, ist das theoretisch möglich, so anzubieten. Sie müssen keine Angst haben, also ich werde natürlich keine Softwareleistungen anbieten. Aber es geht immer darum, dass vorne hinsteht.